Deine Zukunft in meinen Händen. Eine Germanette Dado-Fanfiction von Farrah Otex. Kapitel 27. Ich muss sagen, liebe Klasse, Maurys Frage von der letzten Stunde hat mich ziemlich beschäftigt und ich habe mich nochmal belesen. Erinnert euch wieder, wir hatten über Paralleluniversen, Zeitlinien und die Viele-Welten-Theorie gesprochen. Und wir unsere Entscheidungen immer neue Möglichkeiten erzeugen. Vielleicht wäre ich heute krank, hätte ich am Wochenende doch das Forellenfilet gegessen anstatt meines Steaks und hätte jetzt aus dummen Zufällen eine Lebensmittelvergiftung. Oder es macht absolut keinen Unterschied. Aber in beiden Fällen sind durch die beiden Entscheidungsmöglichkeiten zwei verschiedene Welten entstanden. Soweit wieder im Stoff? Überall nickten unsere Mitschüler und Herr Ho rieb sich die Hände. Sehr schön, das freut mich. Maurice hatte nun gefragt, ob das theoretisch Zeitreisen ermöglichen könnte, ohne dass man in ein Paradoxon gerät, das den Fluss der Zeit zerstört. Und ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Zeitreisen vielleicht sogar praktisch möglich machen könnte. Franziska und ihre Banknachbarin atmeten erstaunt auf und klebten dem Lehrer automatisch sofort an den Lippen. Unser Streber meldete sich unzufrieden. Überall wurde plötzlich getuschelt und auch ich spitzte meine Ohren genau. Das war hundertprozentig wichtig für mein zukünftiges Ich gewesen. Auch wenn er bestimmt niemals im Unterricht die Frage gestellt hatte, ob Briefe durch die Zeit reisen könnten. Vorsichtig riskierte ich einen Blick zu Manu, ob er irgendeine Reaktion auf das Thema zeigte, weil er vor ein paar Tagen beim Gespräch mit Micha doch zu viel aufgeschnappt hatte. Aber er wirkte kein bisschen alarmiert. Dafür schien er jedoch wahnsinnig neugierig. Bisher hatte ich ihn noch nie so aufmerksam in irgendeinem anderen Fach gesehen. Interessierte er sich für solche Gedankenspiele? Verschiedene Welten, Zeitreisen, so etwas? Es wirkte auf jeden Fall so. Zeitreisen sind unmöglich, nörgelte jetzt der Streber laut. Er müsste sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, um die Zeit überhaupt zum Stehen zu bringen. Und noch schneller, wenn man zurückreisen will. Das werden wir noch die nächsten Jahrhunderte mit unserer Technik nicht hinkriegen. Herr Hoog zeigte sich auch hier beeindruckt von dem Wissen, das der Junge mit sich brachte. Aber das tat seinem geheimnisvollen Lächeln keinen Abbruch. Was, wenn ich dir sage, dass es eventuell noch eine andere Methode gibt, mit der die Menschheit selbst keine Maschinen entwickeln muss, die uns auf diese Geschwindigkeiten bringen? Nach einer kurzen Kunstpause fuhr fort. Ich rede vom Phänomen der Wurmlöcher. Manu neben mir hob seinen Kopf von seinen Armen, aber nur um sich eine bequemere Position zu suchen. Er wirkte noch immer schwer fasziniert von unserem etwas anderen Ethikunterricht. Was sind Wurmlöcher? Fragte die Blonde vor uns verwirrt und der Lehrer begann in seiner Tasche zu graben. Wurmlöcher sind im Prinzip Verbindungen zwischen zwei Punkten, irgendwo im Raum, die durch sogenannte Raumkrümmungen entstehen. Dafür brauchen sie eine große Masse, wie zum Beispiel ein schwarzes Loch, um das sie sich krümmen können. Klingt jetzt aber furchtbar kompliziert, ist aber recht leicht vorstellbar. Er zog schwarzes Papier und ein Päckchen mit weißer Knete hervor, trennte ein winziges Stück der formbaren Masse ab und rollte sie zwischen seinen Fingern zu einer kleinen Kugel. Dann nahm er sich das Blatt vor. Das hier könnt ihr euch als den Raum vorstellen, der uns umgibt. Nicht den Klassenraum, obwohl der natürlich auch irgendwie zum Raum gehört. Aber eigentlich ist damit alles Materielle gemeint. Der Raum ist das Gegenstück zur Zeit und ein Wurmloch kann beides krümmen. Er bog das Papier ein wenig und zeichnete dann mit der Tafelkreide zwei Kreise auf die gegenüberliegenden Ecken. Sagen wir, das ist ein Ausschnitt vom Weltraum. Einfach irgendwo, mitten im Nirgendwo. Und wir wollen ganz schnell von A nach B kommen. Wir könnten natürlich mit einem Raumschiff den ganzen Weg fliegen, aber das würde ewig dauern. Wenn wir nun aber ein Wurmloch benutzen. Er klebte die Knete in einen der Kreise, faltete die Ecken des Blattes übereinander und kurz danach wieder auf. Überwindet es für uns Raum und auch Zeit in wenigen Augenblicken. Das weiße Kügelchen hatte sich tatsächlich von seinem Ausgangspunkt gelöst und haftete jetzt im zweiten Kreis. Auch Herr Hoog zeigte sich freudig beeindruckt. Zu Hause beim Austesten wollte die Knete nie mitmachen. Was sagt man dazu? Erfolg auf ganzer Linie. Einstein wäre stolz auf uns gewesen. Wusstet ihr, dass Wurmlöcher ursprünglich Einstein-Rosenbrücken hießen?
wieder waren es Quantenphysiker, die ihrer Nachwelt so ein schönes Diskussionsthema hinterlassen haben. Aber so einfach wie hier in der Theorie ist es dann in der Praxis natürlich nicht. Man kann nicht sicher sagen, wohin einen die Wurmlöcher bringen würden. In die Zukunft? In die Vergangenheit? Lange bevor irgendwelches Leben auf der Erde existierte? Lichtjahre von der Milchstraße entfernt? Oder sogar in die Nähe eines extrem heißen Sterns, sodass man augenblicklich verglüht? Sie wären nicht nur faszinierend, sondern auch äußerst gefährlich. Aber wieder einmal haben wir Glück. Es gibt nämlich Gerüchte, dass sich auf unserem Planeten ein Wurmloch befindet, das nicht besonders weit reicht. Weder im Raum noch in der Zeit. Weiß jemand, wovon ich rede? Es lag mir auf der Zunge, aber ich kam nicht drauf. Darüber hatte ich sogar schon eine Dokumentation gesehen. An meiner Stelle meldete sich plötzlich Manu. Meinen Sie das Bermuda-Dreieck? Genau, richtig, Manuel. Der Ho klatschte einmal begeistert in seine Hände. Es freute sich wohl darüber, einen neuen Schüler in seiner allerersten Ethikstunde bereits so aktiv mitarbeiten zu sehen. Da wollte ich meinem Kumpel nichts nachstehen. War dort nicht mal ein Flugzeug von den Radaren verschwunden und später ganz woanders wieder aufgetaucht? Ebenfalls richtig, Maurice. Sie waren in ihrem Zielflughafen gelandet, allerdings sehr viel eher als erwartet und mit einer rekordverdächtigen Treibstoffeinsparung. Man könnte logischerweise auch von günstigen Luftströmen ausgehen, die dort im richtigen Moment geherrscht hatten. Aber wo wäre denn dann unsere Fantasie? Unser Einfallsreichtum und der Hang zum Übernatürlichen, der uns Menschen ausmacht. Ich finde ja, man sollte in seinem Leben an mindestens eine unerklärliche oder unbewiesene Sache glauben. Das macht es in Reiz in allem aus. Einige glauben an höhere Mächte, die unser Leben steuern, an Gott oder Geister, an eine Nachwelt nach unserem Tod. Lasst euch das nicht ausreden und wegnehmen. Es sind wertvolle Gedanken. Und tja, vielleicht existiert dort ja tatsächlich ein Wurmloch im Bermuda-Dreieck. Wenn das stimmt, wären Zeitreisen auf jeden Fall nicht mal so abwegig wie bisher angenommen. Und Maurice könnte seinen Brief an sich selbst verschicken. Ich lachte leise und verlegen mit dem Rest der Klasse mit. Ein Wurmloch hatte also die einmalige Verbindung von der fernen Zukunft in meine Gegenwart ermöglicht. Echter Wahnsinn, dass Herr Hogue mit seinen etwas wunderlichen Ansichten recht gehabt hatte. Er glaubte wirklich an das, was er uns hier darlegte, und ich wünschte, ich könnte ihm irgendwann auch den Beweis dafür zeigen, dass er sich nicht täuschte. Doch leider war das zu gefährlich. Vielleicht eines Tages, wo Manu gerettet war und die Briefe nicht länger gebraucht wurden. Kapitel 28. Für den nächsten Tag hatten wir nichts mehr auf. Weder Lernen noch Hausaufgaben, weshalb ich mir nochmal die Briefe vornahm und sorgfältig durchblätterte. Der letzte Freitag hatte mich gelehrt, die Vorschläge meines zukünftigen Ichs durchaus zu hinterfragen, da er auch nicht alles über Manu gewusst haben konnte. Besonders durchforstete ich die nächsten zwei Wochen, auch um einen Hinweis darauf zu ergattern, wieso ich mich beim Sportfest in ihn verlieben sollte. Es erschien mir so zufällig und unerklärlich. Bereits in 4 Tagen sollte es soweit sein und ich fühlte nichts dergleichen, außer das leichte Kribbeln, aber das schob ich meiner Nervosität zu. Aber egal wie gründlich ich auch suchte, ich fand nichts dazu. Ebenso wenig über Manus seltsame Aussage, dass er vielleicht verliebt wäre. Das musste alles erst in dieser Welt geschehen sein. Doch das konnte auch heißen, dass ich mich hier niemals ihnen vergucken würde. Plötzlich fühlte ich mich hilflos. Trotz der Fehler in den letzten Tagen hatte ich mich immer auf die Briefe verlassen. Dank ihnen hatte ich einen tollen neuen Freund gefunden, der ganz ähnlich tickte wie ich und mir echt wahnsinnig gut tat. Aber jetzt zerfiel mein Vertrauen in sie nach und nach. Sie wichen zu sehr von der Realität ab oder schlugen sogar Dinge vor, die zu fatalen Fehlern führen konnten. Ich hatte zu viel verändert und verlor meinen sicheren Stand. War es wirklich so gut gewesen, bereits so früh so viel verbessern zu wollen? Jetzt konnte jederzeit alles Denkbare geschehen und ich war völlig unvorbereitet. Ich blätterte leicht verstimmt weiter, zum Samstag, eine Woche vor Ferienbeginn. Dort stand etwas mit Großbuchstaben und so groß geschrieben, dass ich mich wunderte, wenn mir das nicht schon beim Einheften aufgefallen war. Etwas widerwillig begann ich zu lesen. Heute ist der vermutlich zweitwichtigste Tag für dich. Du musst Manu bitten, morgen etwas mit dir zu unternehmen. Egal was. Bitte ihn, so lange, bis er zustimmt.
Etwas Schlimmes wird morgen passieren und du musst es dringend verhindern. Ich weiß nicht, was es ist, weil Manu nie mit mir darüber reden wollte, aber ich bin mir sicher, dass du es verhindern kannst. Bitte tu es. Nichts anderes zählt heute mehr. Viel Erfolg, jüngeres Ich. Du kannst es schaffen. Verzweifelt schlug ich mir die Hände vor mein Gesicht. Genau so etwas meinte ich. Das mochte in einer Zeitlinie so gewesen sein, die nicht von der Zukunft beeinflusst worden war. Aber hier? Traf das jetzt überhaupt noch zu? Woher sollte ich das wissen? Was erwartete mein älteres Ich bitte von mir? Okay. Ich musste mich dringend wieder beruhigen. Bisher hatte ich noch jede Katastrophe mit oder ohne Brief verhindern können. Und ich glaubte mittlerweile auch, besser erahnen zu können, wie ich auf Mann und seine Probleme reagieren sollte. Ich würde auch das hier hoffentlich schaffen, wenn es soweit war. Ein wenig besänftigter blätterte ich weiter zu dem vielleicht kürzesten Eintrag überhaupt. Hoffentlich hat Manu dir zugestimmt. Ich konnte ihn den ganzen Tag nicht erreichen. Das sagte mir absolut gar nichts. Was, wenn er nur sein Handy verlegt hatte? Konnte ja sein. Doch als ich ratlos den nächsten Brief dazu nahm, wurde mir etwas klarer, was tatsächlich passiert war. Manu liegt im Krankenhaus. Die Lehrerin wird am Morgen von der Sekretärin davon erfahren und es der Klasse verkünden. Er wird bis zu den Ferien nicht zurückkommen. Ich weiß nicht, warum es passiert ist. Ich weiß nur, dass es lebensgefährlich war und dass ich es vielleicht hätte vermeiden können. Wenn du es geschafft hast, Manu zu überzeugen, sollte für dich heute ein Tag wie jeder andere sein. Hoffentlich ist es so. Ich wünsche dir alles Glück der Welt dabei. Im Krankenhaus? Lebensgefährlich. Plötzlich pochte es mir schmerzlich in der Magengrube und die Saiten entglitten meinen kraftlosen Fingern. Warum tat das so weh? Ich kannte doch schon das Ende von den Briefen. Aber das hier fühlte sich gerade sogar noch schlimmer an. Nur langsam konnte ich mich wieder fangen und ruhiger durchatmen. Es musste ja gar nicht so passieren. Es konnte. Aber dann war ich ja vorbereitet und wusste, was ich zu tun hatte. Manu musste nicht ins Krankenhaus. Das würde ich verhindern. Als ich auf den Zimmerboden rutschte, um den Hefter wieder aufzuheben und die umgeknickten Seiten zu retten, entdeckte ich ein rechteckiges Stück Papier, das wohl herausgefallen sein musste. Ich sah sogar noch einzelne Leimreste. Ein Wunder, dass es den bisherigen, oft schusseligen Umgang vor mir überstanden hatte. Ich hob den Schnipsel auf und wendete ihn, um von zwei glücklich strahlenden Gesichtern begrüßt zu werden. Manu und ich, Arm in Arm und breit in einer Handykamera lächelnd. Automatisch lächelte ich auch. Ein echt schönes und gelungenes Foto meines Zukunfts-Ich. Vielleicht ja auch sein einziges mit seinem Kumpel. Ich machte ungern Fotos, es recht von mir selbst und alleine dieses musste mir ein riesiges Stück an Überwindung gekostet haben. Seltsam nur, dass mir auch das Bild bisher nie aufgefallen war. Dann musste es auf irgendeiner Rückseite geklebt haben. Wahrscheinlich an einem der Briefe im September. Die hatte ich nämlich einfach ohne viel Federlesen einsortiert und noch nicht wieder angeschaut. Von welchem Tag genau? Bestimmt bedeutete uns das Foto eine Menge und ich wollte nicht aus reiner Verpeiltheit verpassen, auch in dieser Welt eine Erinnerung an Manu zu sammeln. Aber keine der Rückseiten der letzten Briefe wies Klebspuren auf. Auch erwähnte keiner das Bild explizit. War es doch nur eine Art Beweismittel gewesen? Aber warum so spät? Ab diesem Zeitpunkt musste ich doch sicher wissen, dass sie echt waren. Als ich mehrere Minuten später immer noch nicht fündig geworden war, klappte ich den Hefter zu, seufzte und legte mir das Bild auf meinen Schreibtisch. Ich würde es schon zum gegebenen Zeitpunkt hoffentlich nicht vergessen.